Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Kurz vorweg, Frau Asch, auf die Kinderrechte werde ich gleich in meiner zweiten Rede eingehen. Deswegen werden die jetzt im ersten Teil nicht vorkommen. Die zweite Revision des Kinderbildungsgesetzes ist ein Versprechen an die Eltern und Kinder in Nordrhein-Westfalen. Ein Versprechen, dass die frühkindliche Bildung in den Kitas besser werden wird. Ein Versprechen, und das ist jedem Menschen klar, der ein wenig rechnen kann und die finanzielle Situation der Kitas vor Ort kennt, ein Versprechen, dass die Kitas vor Ort nicht einhalten werden können, weil ihnen das nötige Geld dazu fehlen wird. Liebe Landesregierung, Sie können die Bildungsgrundsätze und Bestimmungen so viel verbessern, wie Sie wollen. Und das haben Sie ohne Zweifel gemacht. Aber solange Sie die allgemeine Finanzierung, heutzutage also die Kindpauschalen, nicht angemessen erhöhen, werden diese Verbesserungen bei den meisten Kindern nicht ankommen. Denn die Kitas sind schon heute zumindest an den Grenzen ihrer personellen Möglichkeiten angekommen. Die individuelleren Lernprozesse und die Dokumentation all dessen wird die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort Zeit kosten, Zeit, die sie schon heute nicht ausreichend haben. Ich möchte an dieser Stelle mit Erlaubnis des Präsidenten Professor Dr. Rainer Stretz von der Fachhochschule Köln für angewandte Sozialwissenschaften zitieren. Er hat in der Anhörung zu den Bestimmungen des Bildungsbegriffes gesagt, Zitat Anfang, ich frage mich bei manchen Bestimmungen nur, was heißt das denn in Euro? Wenn formuliert wird, dass Lernprozesse sehr individualisiert stattfinden müssen und Bildungsarbeit dementsprechend auch individualisiert stattfinden muss, dann bedeutet das, dass sich die Aufgabe der Erzieherin grundlegend verändert, weg von einer nur als Gruppenpädagogik oder Kleingruppenpädagogik aufgefassten Vorgehensweise hin zu einer sehr individualisierten Planung, Durchführung und Reflexion der pädagogischen Arbeit. Es gab in Baden-Württemberg ein Modellversuch unter dem Stichwort individuelles Curriculum, in dem das erprobt worden ist. Das Ergebnis war, dass die heutigen Rahmenbedingungen bei weitem nicht ausreichen, um dem Anspruch gerecht zu werden. Zitat Ende. Es bleibt festzuhalten, aufgrund der nicht ausreichenden jährlichen Anpassung der Kindpauschale sinken die finanziellen Möglichkeiten der Kitas von Jahr zu Jahr. Aufgrund dieser sinkenden finanziellen Möglichkeiten sind viele Kitas schon heute am Rande ihrer personellen Möglichkeiten angelangt oder haben diesen Rand auch schon überschritten. Die neuen Bildungsgrundsätze und Bestimmungen benötigen Zeit. Zeit der Erzieherinnen und Erzieher vor Ort, Zeit, von der sie schon heute zu wenig haben. Das kann nicht funktionieren, liebe Landesregierung. Das widerspricht allem logischen Denken. Liebe Landesregierung, solange Sie die jährliche Anpassung der Kindpauschalen nicht angemessen erhöhen, wir Piraten forderten in unserem Änderungsantrag im Ausschuss eine Erhöhung auf 3%. Also, solange Sie die Kindpauschalen nicht angemessen erhöhen, wird die Qualität in den Kitas zwangsläufig immer weiter abnehmen müssen, egal wie gut Ihre Bildungsgrundsätze und Bestimmungen auch immer sein mögen. Mit Ihrer zweiten Revision des Kinderbildungsgesetzes machen Sie auf der einen Seite im Bildungsteil ein Versprechen, das Sie auf der anderen Seite im Finanzierungsteil selber nicht einhalten. Wir Piraten sagen, keine Bildung ist viel zu teuer. Das bedeutet, dass in Bildung investiert werden muss. Bildung kostet nun mal Geld. Und je höhere Qualitätsansprüche man an die Bildung stellt, umso mehr Geld muss man investieren. Es ist aber immer gut investiertes Geld. Gut investiertes Geld in die Zukunft der Menschen, die in den letzten Jahren geboren wurden, ihr Leben noch vor sich haben und die Zukunft gestalten müssen. Diese Menschen, ihr Leben und ihre Zukunft sollte es Ihnen und uns allen im wahrsten Sinne des Wortes wert sein, mehr zu investieren. Denn nicht nur keine, auch billige Bildung ist viel zu teuer. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.